Hallo Leute, heute stelle ich euch von Orion Effekte den Western Drive vor. Ja, der Western Drive von Orion. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt wirklich sehr auf die Demo gefreut. Kleine Vorgeschichte dazu. Ich war vor kurzem in der Lage und durfte mit Henning Pauli von HP ein paar Videos machen, was total geil war. Auf jeden Fall haben wir da ein Pedal Range von einer bisher mir unbekannten Marke gemacht, nämlich von Orion Effekte. Und wer jetzt Orion Effekte vielleicht nicht kennt, Orion Effekte ist eigentlich ein Mann aus Deutschland, nämlich Jan van Driest, und er ist im Prinzip einfach ein Pedal-Nerd, genauso wie wir, der sich auf die Fahne geschrieben hat, ziemlich coole Verzerrerpedale zu bauen. So, ja, auf jeden Fall, wir haben das Video gedreht und ich war schon mit Henning und ich war schon total, ich war sowas von fassungslos, wie geil dieses Pedal war. Das meinte dann auch Henning irgendwie im Video, okay, er ist schon so, wo kann ich das Pedal kaufen? Und es ist einfach so, warum habe ich dieses Pedal von vornherein geliebt? Hört es euch nachher einfach an. Dieses Pedal ist eins der dynamischsten Drive Pedals, die ich bis jetzt gespielt habe. Auf jeden Fall jetzt zu dem Pedal an sich. Also wie man sehen kann, ist dieses Pedal nicht wie die gewöhnlichen Pedals einfach nur schick anzusehen. Also es ist schick anzusehen, aber es ist von vornherein komplett gereligt. Also man hat überall Macken und Kratzer drauf, sieht total geil aus. Und natürlich die kleine schicke Optik mit dem Knochenkopf drauf, was natürlich auch einen Sinn hat, denn wenn man zum Beispiel mal auf der Seite von Orion Effekte schaut, ist da auch zu lesen, dass es ein knochiger und rotziger Sound ist, was es auch ist. Jo, was haben wir auf dem Pedal drauf? Auf dem Pedal haben wir im Prinzip drauf einmal Pegel, was für die englischsprachigen Level ist. Dann haben wir Klang, das ist unser Tone Knob. Und dann haben wir noch Verzerrung. Das ist dann natürlich der Gain-Regler, also wie viel Verzerrung man drauf hat. Ansonsten haben wir noch eine Status-LED, die man hinten übrigens von Studio auf Bühnenmodus umschalten kann, also einfach die Helligkeit einstellen kann. Wir haben einen An-Ausschalter, ein In, ein Out und natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit 9 Volt zu powern, beziehungsweise wäre es natürlich auch möglich, da eine Batterie reinzumachen. Und jetzt kommt natürlich noch der totale Clou an der Optik erstmal von dem Pedal, nämlich ganz einfach die Rückseite. Ich meine, mehr Boutique geht eigentlich schon nicht mehr. Hier steht eine handgeschriebene Seriennummer drauf, da steht eine Unterschrift von ihm selber drauf und natürlich dann auch noch das, sogar das Datum, wann es hergestellt wurde. Ich meine, das ist einfach schön. Und ja, Made in Germany bei Orion Effekte, und mehr muss ich dazu nicht sagen, glaube ich. Ich würde sagen, wir hören uns das ganze Teil jetzt erstmal an. Dafür gehen wir mit meiner Gitarre direkt in ein Marshall TSL 60 JCM 2000 in eine 212er, und das Ganze wird mit einem Sennheiser E609 abgenommen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß und los geht's! We'll be right back.
Tja, war das nicht geil? Dieser Sound ist sowas von, ich weiß nicht, ich mag das Pedal einfach. Es ist erstmal ein ganz sympathisches Pedal. Es ist, es klingt super geil, hat eine saugeile Dynamik. Es ist, wie es auch schon in der Website beschrieben wird, hat es natürlich diese fassige Note, was ich ziemlich geil finde, vor allem für den Clip, den ihr am Ende gehört habt, für diese ganzen Slide-Sachen und so. Also sehr brauchbar. Es hat sehr viel Verzerrung, also es hat nicht übermäßig viel Verzerrung, aber für meine Begriffe absolut, also für meine persönlichen Begriffe absolut genug Verzerrung. Es ist sehr flexibel, also ihr könnt einfach nur euren Sound ein kleines bisschen anrauen, ihr könnt ein richtig geiles, marschliges Brett da raushauen oder ihr könnt wirklich so richtig schöne CC-Top-Dinger zocken, also es ist wirklich richtig cool. Was ich noch dazu sagen möchte, es ist natürlich ein Pedal, wo man ausnahmsweise mal deutsche Beschreibungen drin hat, also von den Reglern her mit Pegelklang und Verzerrung. Jan hat da natürlich auch Abhilfe geschafft, nämlich hiermit. Man bekommt die Aufkleber noch dazu, wo man ganz einfach dann Pegel für Level, Klang für Tone und Verzerrung für Drive einfach überkleben kann. Alles gar kein Problem. Ansonsten habe ich natürlich den letzten Clip auch mit diesem wunderschönen, tollen Herzchen-Plektrum gespielt. Ist das nicht niedlich? Henning hatte in dem letzten Video dazu gesagt, es sieht aus wie ein Hintern, weil er es so gehalten hatte. Ist Ansichtssache, aber ich denke, es ist wirklich eher ein Herz. Ansonsten, wo bekommt ihr die Teile her? Ihr könnt natürlich bei Jan selbst auf der Seite, glaube ich, das Ganze bestellen. Und ansonsten hat er natürlich auf seiner Seite auch noch ganz viele Händler. Die könnt ihr dort finden. Da war Music Store dabei. Thoman hat sogar einen von ihm. Ich weiß gar nicht mehr. Es waren auf jeden Fall einige, wo ihr die Pedals kaufen könnt. Was auch noch sehr schön ist, muss man auch dazu sagen, Jan gewährt 5 Jahre Garantie auf seine Pedals. Und ja, checkt das Ding bitte aus. Ich meine, klar, Gitarristen sind immer so, ich kenne die Marke noch nicht, aber vertraut mir, es ist schön. Und ansonsten hat es mir natürlich wie immer sehr großen Spaß gemacht. Nochmal einen Riesendank an Jan van Driest, dass er mir das Teil rübergeschickt hat. Und ansonsten würden Jochen und ich uns natürlich noch freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Den Button dazu findet ihr da unten. Und ansonsten hat es uns wie immer Spaß gemacht. Keep rocking!